Hi, willkommen zu meiner neuen Rubrik Rocken mit dem Stahlverbieger. In dieser Rubrik mache ich einfach ja Eigenkomposition, da denke ich mir halt immer ein bisschen was aus. Heute, das kann natürlich nachher alle möglichen Arten von Musikrichtungen und Stilistiken beinhalten, auch Gitarrentechniken, da wird alles dabei sein, was mir immer mal so einfällt. Zum Austesten habe ich mal ja eine kleine 24-taktige Blues-Nummer gemacht. Da gibt's einen Riff zu lernen, das habe ich mir ausgedacht, so ein bisschen fröhlich, ein kleines Dur-Akkord-Riff und eben halt ein kleines Thema drüber. Hier in diesem Video erkläre ich dann jetzt erstmal das Riff, es gibt dann noch ein Video für das Thema und ja, es gibt ein Video, wo ich eben halt beide Sachen durchspiele, ne? Das ist dann eben halt der Gute-Laune-Blues, wie ich ihn genannt habe. Und dann gibt's auch ein Backing-Video, wo ich eben halt nur die Rhythmussachen spiele, wo ihr dann eben halt mitspielen könnt. Da ist ein Anzähler dabei und dann könnt ihr das ganze Ding ausprobieren und einfach dazu spielen, wie ihr mögt eben halt. Ne? So, ja, es ist eine 24-taktige Blues-Phrase. Ich gehe mal in die Großaufnahme dazu. Es wird geschaffelt gespielt. Es ist aber, glaube ich, gar nicht so schwierig. Es basiert eigentlich vom Prinzip her das ganze 24-taktige Schema auf einer Rhythmusfigur, die ich mir ausgedacht habe und eigentlich auf einem A7, also mit A7 fangen wir an, auf einem Dominant-7-Arpeggio. Sprich, wir brauchen genau die vier Töne, die in einem Dominant-7-Akkord drin sind und daraus habe ich einfach die Töne rekrutiert für dieses kleine Riff. Und also man kann gleich viel damit lernen eben halt, ne? Okay, gehen wir mal in die Großaufnahme, ich erkläre das mal ganz langsam. Ich spare mir jetzt hier diese Parts alle nochmal vorzuspielen, weil es ja dafür diese Videos gibt, den Song könnt ihr euch ja dann anhören, ne? Also hier erkläre ich einfach nur das, was wir da machen. So, genau, erstes Riff, also ich sagte, das Riff, ich spiele einmal das kurze, das Basic-Riff einfach mal kurz vor, dann wisst ihr wieder, wie es klingt oder wisst ihr genau, wie es klingt. Es klingt so, ich zähle uns mal ganz langsam rein. 1, 2, 3, 4... Dabei belasse ich es auch schon mal. Jetzt gehe ich einfach mal die ganze Sache einfach mal so durch. So, wie komme ich auf die Töne, die ich da benutzt habe? Ich habe als Töne eigentlich, ne, das ist ein Blues-Schema, ein 24-taktiges Blues-Schema in A. Wir brauchen also als Akkorde nachher, oder vom Prinzip, das musikalische Gerüst ist ein ganz normaler Blues in A. Ein A7, ein D7 und ein E7 nachher. Wir fangen natürlich mit A7 an. Und jetzt habe ich einfach nur die vier Töne eines A7-Arpeggios, also der Vierklang eines A7-Akkordes, den habe ich einfach nur zu einem kleinen Riff gebastelt. Das ist folgendes, also wir brauchen im fünften Bund auf der tiefen E-Seite den Ton A. Das ist der erste Ton. Der zweite Ton eines A7-4-Klanges ist ein Cis. Das wäre das Cis im vierten Bund auf der A-Seite selber. Das wäre der zweite Ton. A und Cis. Der nächste Ton ist im siebten Bund die Note E auf der A-Seite. Das ist der dritte Ton eines A7-Arpeggios. Dann brauchen wir noch im fünften Bund auf der D-Seite die Note G, das ist der vierte Ton. Und im siebten Bund auf der D-Seite habe ich das A wieder gespielt, das ist der Grundton nochmal. So, und jetzt habe ich daraus einen Riff gestrickt, die Rhythmik ist relativ einfach. Ich fange auf der Zählzeit 1 an mit dem A. Also eigentlich spiele ich diese vier, in Klammern 5 Töne, 1, 2, 3, 4, 5. Eigentlich spiele ich sie nacheinander. Nur ich baue noch ein paar Slides ein. Und zwar, wir fangen auf der 1 an, das ist eben halt 1, 2, 3, 4, 1. Ne, das Ganze wird natürlich auch geschaffelt gespielt. So, jetzt kommt eigentlich der Ton im vierten Bund, das Cis auf der A-Seite. Den spiele ich aber an, indem ich im dritten Bund starte und einen Slide reinmache in den vierten Bund. Ne, dann ist das, und da, diesen Slide mache ich genau auf der Zählzeit 2 und. Das ist dann 1 und 2 und 3. Und dann slide ich zur 3 rein vom dritten Bund in den vierten. Ne, in das Cis eben halt rein. Alles zusammen, wir bis dahin 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und geht es weiter. Jetzt wäre ja theoretisch der Ton im siebten Bund dann nun dran, das ist der nächste. Den spiele ich auch an, indem ich rein slide in den Ton. Ich spiele dann mit dem Ringfinger die Note Dis im sechsten Bund auf der A-Seite und slide auf der 4 und rein in dieses E, in den siebten Bund und so, dass der geslidet, das E ist dann eben halt auf die 1 vom zweiten Takt geslidet. Seht ihr auch in den Noten alles, ne? Dann wäre das Riff bis dahin 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1, ne? So, dann sind wir bei der 1. Und auf der 2 und von dem zweiten Takt kommt dann eben halt das G im fünften Bund auf der D-Seite. Den spiele ich ohne Slide, den spiele ich direkt an auf der 2 und
Und auf der 3 und spiele ich dann das A im siebten Bund auf der D-Seite auch an und lasse den dann einfach klingen bis zum Rest des Taktes. Und das ist mein erstes Hauptriff. Und dieses Riff spiele ich nachher eigentlich auch auf den anderen Akkordtönen, auf dem D7 und auf dem E7 eigentlich. Dann haben wir sowas hier. 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. So, das ist das Hauptriff. Dieses Hauptriff spiele ich jetzt. Das ist mein gesamtes Riff. Dieses Riff dauert schon 2 Takte lang. Und deswegen habe ich auch einen, weil ich das eben halt öfters spielen wollte, habe ich eben halt eine 24-taktige Bluesform gewählt. Ich habe also die ganzen, vom ursprünglichen Blues-Schema, die ganzen Takte einfach nur verdoppelt. Ne? Anstelle von 4 Takten ein Riff in A kommen bei mir jetzt 8 Takte, damit ich dieses Riff eben halt dementsprechend häufig durchspielen kann. So, dieses Riff spielen wir jetzt einfach in dieser unveränderten Form 4-mal so durch. Es gibt 4-mal dieses Riff. 1, 2, 3, 4. Dann noch ein zweites Mal und ein drittes Mal. So, beim vierten Durchgang dann bauen wir uns einen Übergang, weil wir wollen jetzt zu dem nächsten Akkord im Blues-Schema hin, zu dem D wollen wir hin, im fünften Bund auf der A-Seite, da wollen wir hin. Diesen Übergang spiele ich euch mal kurz vor. Im vierten Takt bauen wir uns einen Übergang rauf zum D. Ne? Das ist dann 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, D. Ne? Dann sind wir auf dem D. So, dieser Übergang. Wir spielen jeden Ton 4-mal, sodass sich eben halt, dass wir eine zweitaktige Akkordfolge dabei rauskriegen. Wir shuffeln alle Töne auf der 1 und auf der Zählzeit 2 spielen wir das A, 1 und 2 und auf der 3 und auf der 4 spielen wir das H, im siebten Bund auf der tiefen E-Seite. 1 und 2 und 3 und 4 und dann kommt die Note C im achten Bund auf der tiefen E-Seite, auch zwei Zählzeiten. 1 und 2 und dann spielen wir das Cis im vierten Bund auf der A-Seite, auch die Zählzeiten 3 und 4 wären das dann. 3 und 4 und der gesamte Übergang nochmal wäre 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2, 3 und 4 und... So, und jetzt machen wir auf dem D hier weiter mit dem Mittelfinger und jetzt spielen wir, jetzt kommt im Blues-Schema der Akkord, ja, D7 und wir spielen jetzt auf diesem D exakt das gleiche Riff wie anfangs auf dem A, nur mit eben halt den dementsprechenden Tönen von einem D. Wir spielen von den Fingern genau das gleiche. Ich mach's mal kurz vor. Wir fangen nur mit dem D hier an. 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und... Ne? Exakt das gleiche Ding, alles in Seitenpärchen höher. Es ist genau das gleiche wie auf dem A. Ne? Von den Fingerbewegungen, Abständen, alles genau dasselbe. Das ist alles genau das gleiche. So, den spielen wir einmal so durch, ne? 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Und jetzt habe ich mir einen Lauf wieder abwärts überlegt, mit dem wir wieder zu dem A runterkommen. Und dieser Lauf, der sieht dann folgendermaßen aus. Das ist in dieses Gebilde hier. Das ist Takt 11 und 12. Das sind wieder zwei Takte und wir spielen wieder jeden Ton 4-mal. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Dann wären wir wieder im fünften Bund auf der tiefen E-Seite mit dem A nachher. So, dieser Übergang runter, ne, der startet wieder mit dem D 4-mal, ne, zwei Zählzeiten, 1 und 2 und dann kommt der kleine Finger im achten Bund auf der tiefen E-Seite mit dem C 3 und 4 und Halbton tiefer, das H im siebten Bund, 1 und 2 und runter als sechster Bund, spiele ich jetzt mit dem Mittelfinger, das wären jetzt die Zeiten 3 und 4, 3 und 4 und jetzt könnte man mit dem Mittelfinger auch wieder in den fünften Bund gehen, weil jetzt sind wir rein harmonisch wieder bei A7 und dann spielen wir eben halt das ursprüngliche Riff, was ich euch am Anfang erklärt habe, und zwar wieder zweimal durch, wieder... Noch ein zweites Mal. Super, bis dahin dürfte das alles gar kein Problem sein. So, jetzt spielen wir einmal wieder die Begleitung. Jetzt kommt nämlich im Blues-Schema, wir sind auf dem Weg zum Turnaround, jetzt kommt im Blues-Schema der E7-Akkord und jetzt spielen wir das Riff einmal mit dem Anfangston E im siebten Bund auf der A-Seite. Dann nehme ich jetzt den Mittelfinger und spiele hier jetzt exakt das Riff vom E7.
Ne? Ich mache genau das gleiche. Also ich starte mit dem E, slide vom fünften in den sechsten Bund auf der D-Seite, ne? Damit genau das gleiche Riff rauskommt. Dann starte ich im achten Bund auf der D-Seite, slide in den neunten und spiele auf der G-Seite dennoch die Noten im siebten und im neunten Bund. Ne, es ist genau das gleiche Schema, ne? Denn ein E7-Akkord besteht aus den Tönen E, Gis, H, D und dann wieder E. Und ich mache genau, ne, ich slide immer wieder in die beiden Töne rein, die ich da reinbaue. Ich spiele genau das gleiche Riff. So, den spiele ich einmal auf dem E. So, und jetzt im Blues-Schema würde jetzt wieder das D kommen. Das heißt, wir spielen eigentlich wieder das Riff auf dem D auch, was wir eben schon mal kurz hatten. Ich habe eine kleine Variante eingebaut. Ich habe die letzten beiden Töne umgedreht. Ich spiele das Riff an dieser Stelle so. Da spiele ich erst den Ton im siebten Bund auf der G-Seite und dann das C im fünften Bund auf der G-Seite. Da habe ich das einmal umgedreht. Ne? Das Ende ab dem E klingt so 1, 2, 3, 4. Und dann D. Ne? Damit man sieht, dass man das auch variieren kann, problemlos. So, und jetzt sind wir eigentlich schon im... Ja, in den letzten Takten dann, in den letzten Zügen dann da. So, und jetzt habe ich so einen ganz klassischen Turnaround einfach genommen. Und zwar folgendermaßen. Jetzt kommen im Blues-Schema noch die Töne, die Akkorde A7 und E7. Und da habe ich einfach eine Wendung hingespielt, ganz einfach. Da habe ich sowas gemacht. Ganz zum Schluss machen wir das. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Ne? Das A, was ich jetzt zum Schluss gespielt habe, wäre wieder der Anfangston. Würde ich natürlich vielleicht versuchen, mit dem Mittelfinger wieder zu spielen. So, und zwar machen wir Folgendes. Ne? Über den A7 spielen wir einfach erstmal einen Lauf. Und zwar, wir spielen das A im fünften Bund auf der tiefen E-Seite. Viermal, 1 und 2. Und dann kommt das Cis im vierten Bund auf der A-Seite auch. Zählzeiten 3 und 4. 3 und 4 und Halbton höher. Ne, das D im fünften Bund auf der A-Seite, 1 und 2 und dann kommt der sechste Bund auf der A-Seite, 3 und 4 und so, dass wir auf der Zählzeit 1 ne, im siebten Bund auf der A-Seite auf dem Ton E landen. Dann hätten wir von A zu E gespielt, ne? 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... So, und am Ende spiele ich jetzt eine Phrase. Wir sind eigentlich bei dem Akkord E7 und am Ende spiele ich eigentlich eine Phrase, die ich immer wiederhole. Und zwar spiele ich immer chromatisch in dieses E wieder rein. Ich spiele immer siebter Bund, fünfter Bund, sechster Bund und wieder siebter Bund. Ne? Auf der Zählzeit 1 und 2 und. Dann mache ich immer eine kleine Pause und wiederhole diese Phrase mal. 1 und 2 und. Bis ich eben halt zum Schluss nur diese drei Töne noch übrig habe. Also genau genommen wiederhole ich diese Phrase viermal, wenn man es ganz genau nimmt. Und bis ich zwei Takte voll habe. Und dann starte ich einfach wieder auf der 1 mit dem A im fünften Bund. Und dann geht der ganze Spaß, das Schema einfach wieder von vorne los. Ich spiele nochmal ganz langsam nur diesen Schluss. 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Ja, und dann wird es von vorne losgehen. Also ich wiederhole diese letzten Töne eben halt immer nochmal. Das ist eigentlich relativ einfach. Das Tempo habe ich schon so ein bisschen spaßiger gewählt, damit es eben halt so ein bisschen mehr so ein Gute-Laune-Feeling verbreitet. Deswegen habe ich es auch einfach Gute-Laune-Blues genannt. Testet das ganze Ding einfach mal aus. Wie gesagt, das Hörbeispiel, das hört ihr ja im Original zuhauf. Das spielt ihr ja ein paar Mal durch. Im Großen und Ganzen basiert dieses ganze kleine Lick auf derselben Rhythmik. Hier und da gibt es ein paar Durchgänge, Übergänge zu spielen. Und es basiert auf dem Trick, auf der Aufbauformel eines Dominant-Sept-Akkordes. Ein Dominant-Sept-Akkord sieht nämlich immer so aus. Ich mache es nochmal am Beispiel A. Es gibt einen Grundton A, dann gibt es die große Terz, die sieht ja auch immer gleich aus. Das wäre das Cis. Dann gibt es die Quinte dazu. Ne, das wäre das E vom A aus gesehen. Und dann gibt es die kleine Septim dazu. Das wäre das G. Und dann bin ich wieder beim Grundton A. Ne? Und dann ist das eben halt Grundton, große Terz, Quinte, kleine Septim
Und das ist immer ein Dominant-Sept-Akkord. Jetzt ist das auch völlig Wurst, wo ihr den spielt, auf welcher Seite, wo auch was. Der Anfangston bestimmt einfach das Schema. Würde ich einen G7 spielen wollen, hat jetzt mit dem Schema nichts zu tun, aber mal für die Theoretiker unter euch, dann hätte ich hier ein, ne, dann hätte ich ein G, dann käme die große Terz, das wäre das H, dann käme die Quinte dazu, das wäre das D, und dann käme die kleine Septim, das wäre das F. Ne, das wäre ein G7-Akkord. Ja, ne, und ein bisschen Theorie gelernt. Leute, viel Spaß, zieht es euch rein. Ha!